Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Brettspieltester. Mit dabei, wie immer, Michaela und Christian. Und wir haben hier das Spiel Robo Chaos soweit schon mal aufgebaut. Und wie immer starten wir erstmal mit den Rahmendaten. Robo Chaos, ein kooperatives Roboter-Programmierspiel für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren. Spieldauer wird auf der Verpackung mit 15 bis 30 Minuten angegeben. Der Autor ist Nicky Valens, ist bei Playtech Games erschienen als Quirky Circus. Und ist jetzt die deutschsprachige Ausgabe, ist bei Asmodee erschienen und kostet, ich habe mal online reingeschaut, um die 23,49 Euro. Und dieses Video ist mit freundlicher Unterstützung des Online-Shops Brettspielpioniere entstanden, die uns das Spiel netterweise gesponsert haben. Viele Grüße an dieser Stelle an Tom. Ja, auch von mir. Und dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Spielmaterial und dem Spielaufbau. Wie Christian schon gesagt hat, wir haben das Spielmaterial hier schon ausgebreitet. Ihr habt zum einen ein Szenario-Heft. Das ist hier so ein Ringbuch, kann man das so sagen? Ja. Ringbuch, ja. Da habt ihr halt 10 verschiedene Szenarien drin. Ich schlage mal ganz nach hinten gleich bis zu Szenario 10. 10 verschiedene Szenarien habt ihr da, wie gesagt, drin. Es gibt 2 Spielfiguren im Spiel. Es gibt zum einen Penny, das ist der Pinguin, der schlittert und der möchte alle fahren, sag ich mal, einsammeln oder berühren oder wie auch immer. Oder über alle Fahnen hinwegfahren. Und dann haben wir hier den netten kleinen Saugroboter Gizmo. Die Katze heißt Gizmo und die sitzt auf dem Saugroboter. Ja, okay, das stimmt, da hast du recht. So viel Zeit muss sein. Und die saugt die ganzen Wollhäschen letztendlich ein. Und jeder Charakter hat zum einen so ein Übersichtsblatt. Da seht ihr, es gibt einmal, ich sag mal, die normalen Programmierkarten. Das sind diese blauen hier mit der blauen Rückseite. Da seht ihr, welche Befehle in welcher Häufigkeit vorhanden sind. Penny hat zum Beispiel Vorwärtsbefehle, Rückwärtsbefehle, Schlitternbefehle, Linksdrehen, Rechtsdrehen und einmal 180-Grad-Drehung. Außerdem gibt es noch, hier auch noch, ich sag mal, für die gelben Befehle, die sogenannten Chaosbefehle. Da könnt ihr auch sehen, welche es da gibt. Die Chaosbefehle kommen erst ab Kapitel 5, meine ich dann, ins Spiel. Also die ersten 4 Szenarien braucht ihr diese gelben Karten noch nicht. Erst ab Szenario 5 kommen diese Chaoskarten dann mit rein. Das ist einmal so bei Penny und dann haben wir nochmal hier Gizmo. Gizmo hat das gleiche, hat auch eine Übersichtskarte, hat zum einen diese blauen Normalprogrammierkarten und dann auch nochmal 3 Chaosprogrammierkarten. Auch hier seht ihr, wie welche Karte, in welcher Häufigkeit, welcher Befehl letztendlich vertreten ist. Figur hatte ich ja schon gezeigt. Und dann gibt es hier noch Plättchen. Es gibt zum einen die Wollmäuse, die möchte Gizmo ja ganz gerne einsaugen. Die Plättchen sind beidseitig bedruckt. Auf der Rückseite sind dann die Fähnchen für Penny. Und dann haben wir hier noch eine Batterie, denn wie das so häufig ist bei Saugrobotern, die brauchen natürlich Energie und verlieren nach und nach an Energie. Und wir müssen die uns gestellte Aufgabe natürlich immer erfüllen, bevor dem Saugroboter die Energie ausgegangen ist. Besser ist das. Außerdem gibt es hier noch Blumentöpfe. Das heißt nämlich, in einigen Szenarien kommen auch noch Blumentöpfe mit im Spiel. Und zu Spielbeginn sucht ihr euch einfach eins dieser Szenarien aus. Ihr solltet zu Spielbeginn, wenn ihr das Spiel das erste Mal spielt, mit Szenario 1 spielen, danach Szenario 2, 3 und so weiter. So ist es in der Anleitung vorgeschlagen. Wir haben jetzt alle, ich sag mal, schon gespielt bis Szenario 8. Szenario 9 und 10 haben wir noch nicht gespielt. Wir spielen jetzt einfach mal Szenario 8 und zeigen euch da auch mal so den Spielaufbau. Vielleicht einmal ganz kurz, in der Anleitung habt ihr so die generellen Spielvorbereitungen drin, auch den generellen Spielablauf. Aber ihr habt dann für jedes Szenario auch nochmal eine gesonderte, ich sag mal, Aufbauanleitung und auch nochmal gesonderte Regeln, sodass ihr dann immer reinschaut nochmal in die Anleitung, wenn ihr das Szenario spielt. Was gibt es da vielleicht für besondere Aufbauten oder auch für besondere Regeln? So, wir sind jetzt ja bei Szenario 8. Szenario 8 sind wir bei Gizmo. Und dann sehen wir ja schon, hier kommen auch die Chaoskarten ins Spiel. Ich sagte ja schon, vielleicht nochmal einmal ganz kurz, wenn ihr hier vorne ein Szenario spielt, sagen wir jetzt mal so, wenn wir Szenario 4 mit Gizmo gespielt hätten, da wären jetzt nur die blauen Normalprogrammierkarten ins Spiel gekommen. Da hättet ihr die gelben Chaoskarten noch nicht mit hineingenommen. Das seht ihr aber immer bei dem jeweiligen Aufbau. So, dann seht ihr hier immer schon Gizmo. Es gibt hier immer so ein Startfeld. Das ist so ein Feld mit so einem Pfeil. Und Gizmo wird dann immer so hingestellt. Auch bei Penny ist es so, wenn ihr damit mal spielt, dass sie halt in Pfeilrichtung blickt. Das heißt, da stellt ihr Gizmo schon mal auf das entsprechende Feld. Und dann seht ihr hier auf bestimmten Feldern sind die Wollhäschen abgedruckt. Und da kommt jetzt auf jedes entsprechend vorgesehene Feld kommt schon mal ein Wollhäschen drauf. Dann haben wir hier als weitere Aufbauregel, dass wir uns sowohl die normalen blauen Karten nehmen, als auch die Chaoskarten. Die werden jetzt zusammen zu einem Stapel gemischt.
Dann brauchen wir noch Gizmos Übersichtskarte. Der Batteriemarker wird hier oben auf das Feld 12 gelegt. Das heißt, Gizmos zu Spielbeginn natürlich erstmal voll geladen. Die anderen weiteren Spielmaterialien braucht man nicht. Die legen wir jetzt erstmal aus dem Spiel raus, sodass wir nachher hier genug Platz haben. Ich gebe die einmal ganz kurz mal Christian einmal rüber. So, dann habe ich gerade hier noch diese Felder auf den Fässern. Die müssen natürlich auch noch mit Wollmäusen bestückt werden. Das kann Christian ja einmal machen. Und jetzt vielleicht einmal erstmal grundsätzlich. Das ist, wie es schon der Name sagt, ein Programmierspiel. Das heißt, wir werden gleich mit diesen Karten, die wir bekommen, jeder Spieler bekommt jetzt Spieleranzahl abhängig von diesen Karten welche auf die Hand. Und zwar im Zwei-Personen-Spiel bekommt jeder 5 zufällige Karten auf die Hand. Und im 3- und 4-Personen-Spiel bekommt jeder 4 Karten auf die Hand. Und mit diesen Karten wollen wir jetzt gleich hier programmieren. Und was wollen wir machen? Es ist eigentlich immer so, dass Gizmo immer alle Wollmäuse einsaugen muss, die hier so verteilt sind auf dem Plan. Und danach, wenn Gizmo das gemacht hat, muss er hier zu dem Feld zurückkommen. Das heißt, wir müssen hier nachher am Ende wieder stehen und alle Wollmäuse aufgesaugt haben. Grundsätzlich gibt es hier so schwarze Linien, das ist hier einmal so die Umrandung, und es gibt hier teilweise so gelbe Linien. Gelbe Linien sind Hindernisse, schwarze Linien sind Grenzen. Und wie man hier vielleicht schon so sieht, über Grenzen, also sprich über gelbe Linien und auch über schwarze Linien, können die Roboter, das gilt auch für Penny in seinen Szenarien so, können die nicht drüber hinwegziehen. Das heißt, das sind einfach irgendwelche Hindernisse, wo sie dann letztendlich nicht weiterkommen. Hier in diesem Szenario haben wir jetzt auch noch Stühle mit dabei. Da seht ihr so blaue gestrichelte Linien drum. Und da gibt es Besonderheiten. Gizmo hat ja hier verschiedene Befehle. Wenn wir mit einem Einer-Vorwärtsbefehl, sagen wir mal so, wir stehen hier und es spielt jemand einen Einer-Vorwärtsbefehl, mit dem kommen wir auf dem Stuhl drauf, dann ist alles wunderbar, dann bleibt Gizmo da so stehen. Wenn wir aber mit einem Zweier- oder einem Dreier-Vorwärtsbefehl auf den Stuhl hinauffahren, sagen wir jetzt mal so, ich spiele hier einen Zweierbefehl, nach vorne 1, 2, dann dreht Gizmo sich danach nach links. Das heißt, er dreht sich so. Das muss man vorher machen. Außerdem hat jeder Charakter auch noch eine spezielle Eigenschaft. Und bei Gizmo ist diese Eigenschaft, immer wenn Gizmo gegen eine Grenze oder gegen ein Hindernis fährt, auch dann dreht er sich danach im Anschluss nach links. Und stoppt dann natürlich seine Bewegung und dann wird der Befehl auch nicht weiter ausgeführt. Das heißt, würden wir jetzt von hier aus mit einem Dreier-Vorwärtsbefehl Gizmos bewegen wollen würden, dann würde er jetzt einen Schritt vorwärts machen, dann kommt er hier an eine Grenze, seine weiteren Schritte verfallen und er würde sich dann automatisch dann, ich kann das nicht so gut visualisieren, er würde sich nach links drehen, also in diese Richtung. Ja. Da habe ich echt Probleme mit, auch wenn ich die Drehkarten ausspiele. Das kriege ich irgendwie nicht visualisiert mit diesem Links- und Rechtsdrehen, je nachdem, wie er steht. Genau, ansonsten wollen wir jetzt die Sachen einsammeln. Was noch wichtig ist, hier liegen ja auch Wollmäuse auf den Fässern drauf und hier sind ja Grenzen drumherum. Und ich hatte ja schon gesagt, Grenzen, da kommen unsere Roboter gar nicht drauf. Das heißt, wir können natürlich nicht mit unserem Saugroboter auf sein Fass draufspringen. Ich hatte ja aber schon gesagt, immer wenn Gizmos gegen eine Grenze fährt oder gegen ein Hindernis, das ist jetzt ja hier ein Hindernis, dann dreht er sich danach nach links. Und wenn er jetzt hier gegen fährt, dann fällt diese Wollmaus von dem Fass herunter. Und zwar fällt sie immer in gerader Linie herunter auf die gegenüberliegende Seite von Gizmos. Das heißt, hier steht Gizmos. Das heißt, die Wollmaus würde jetzt auf die gegenüberliegende Seite gerade herunterfallen, sprich dahin. Wenn sie das mal nicht kann, weil wir zum Beispiel hier stehen und wir fahren jetzt hier dagegen, hier ist ja eine Grenze, das heißt, da kann die Wollmaus ja nicht runterfallen, weil die könnten wir da ja gar nicht aufsaugen, dann fällt sie in dem Moment südlich herunter. Und zwar, in dem Moment würde sie jetzt sogar auf Gizmos fallen. Ihr seht hier, Gizmo, ich sage mal Gizmos, ne? Das ist der von Kremlitz. Das ist der von Kremlitz, ja. Also Gizmo ist der von Kremlitz. So. Ja, dann also, wenn jetzt Gizmo gegen das Fass stößt, hier kann er nicht runterfallen, weil da ist eine Grenze, dann fällt jetzt diese Wollmaus südlich herunter. Und ihr seht hier, ich sag mal, den entsprechenden Kompass. Hier oben ist Norden, da ist Süden. Dann würde jetzt diese Wollmaus sogar auf Gizmo drauffallen. Wenn sie auf Gizmo drauffällt, dann saugt er sie sogar automatisch ein. Hätte Gizmos jetzt hier gestanden und wäre dagegen gefahren, dann hätte die Wollmaus ja wieder hier herunterfallen können. Soweit erstmal dazu. Okay, ich würde sagen, dann starten wir einfach mal. Wir hatten ja schon gesagt, es gibt unterschiedliche Befehle. Es gibt einmal diese blauen Befehle, die ihr in den ersten 4 Kapiteln nur habt. Diese Chaosbefehle kommen dann ja ab Szenario 5 dann ins Spiel. Und diese Chaosbefehle, bei denen ist es jetzt so, wer einen Chaosbefehl auf der Hand hat, also so eine gelbe Karte, der muss den Befehl jetzt zuerst spielen. Grundsätzlich ist es sonst so,
Wir spielen jetzt diese Befehle in einer Reihe aus. Das heißt, jeder Spieler kann einfach einen Befehl hinlegen. Wir bilden hier eine lange Reihe. Jeder neue Befehl muss aber dann rechts neben einem bereits liegenden Befehl gelegt werden. Wenn ein Befehl liegt, dann darf er auch nicht mehr weggenommen werden. Das heißt, was der Tisch hat, fordert der Tisch, darf nicht mehr zurückgenommen werden. Die Befehle werden natürlich verdeckt abgelegt. Und dann versucht man natürlich jetzt Gizmo so zu steuern, dass er diese Wollhäschen möglichst schnell einsammelt, damit wir hier möglichst wenig Batterie letztendlich dann verlieren oder vorher fertig sind, bevor er auf Null letztendlich dann ist. Wenn ihr mit jüngeren Kindern spielt, wir haben das Spiel auch schon mit unserem 5-jährigen Sohn gespielt, könnt ihr das auch so spielen, dass ihr die Befehle offen hinlegt. Oder wenn euch das zu hektisch wird, dass alle Spieler diese Befehle nacheinander hinlegen und jemand halt Stopp sagen wollte, ich möchte auch gerne noch einen Befehl legen, dann könnt ihr das auch so machen, dass ihr in dem Moment einen Startspieler bestimmt oder nachher werden die Karten auch wieder hier gemischt, dass ihr dann sagt, der Spieler, der die Karten gemischt hat, der beginnt letztendlich und dann kann jeder Spieler, wenn er am Zug ist, entscheiden, entweder ob er passt oder ob er Karten spielt, eine oder mehrere. Man darf natürlich auch mehrere Karten spielen. Wenn ein Spieler gepasst hat und alle Spieler waren dran, ist er natürlich dann, wenn er wieder am Zug ist, dann auch wieder dran und kann weiter Karten legen. Und das geht dann so lange reihum im Uhrzeigersinn in Ruhe dann, bis alle gesagt haben, sie passen. Dann werden die Befehle dann erst aufgedeckt und dann wird jeder Befehl von links beginnt nacheinander abgearbeitet und dann schaut man, ob Gizmo das letztendlich so hat erfüllen können. Aber wie gesagt, jetzt bei Chaosbefehlen ist es so, dass zuerst gespielt werden müssen. Das heißt, ich muss den Chaosbefehl jetzt hinlegen. Ihr haltet die Karten natürlich verdeckt. Das heißt, der andere Spieler darf diese Karten nicht sehen. So, da wir jetzt ja nicht, wollen wir in Spieler rein? Also wollen wir spielen, einer spielt und passt und dann der nächste oder spielen wir wild durcheinander? Wir spielen wild durcheinander. Wir spielen wild durcheinander. Okay, dann spiele ich einfach nochmal eine Karte. Und dann warte ich vielleicht mal ab. Es muss übrigens, jeder Spieler muss mindestens eine Karte in die Programmierreihe spielen. Und es müssen auch mindestens 5 Karten ausliegen, bevor wir dann sagen, wir legen los und gucken, wie Gizmo diese Befehle dann letztendlich dann abarbeitet. Also wie gut wir dann letztendlich programmiert haben. So, ich spiele mal so eine Karte aus. Du spielst mal so eine Karte aus. Dann sind wir ja vielleicht hoffentlich da. Und dann spiele ich nochmal so eine Karte aus. Okay, jetzt ist die Frage, in welche Richtung du dich gedreht hast. Aber mir egal, in welche Richtung. Ich mache auf jeden Fall nochmal den hier. Der könnte ganz nützlich sein. Okay. Möchtest du noch was spielen? Ich versuche die nochmal. Okay. Jetzt könnte ich auch nochmal was spielen. Ich glaube nicht, ich kann ein bisschen weiter rüber. Ich schiebe den hier einfach mal weiter rüber. Also jeder Spieler hat jetzt mindestens eine Karte gespielt, mindestens 5 Karten liegen in der Reihe. Das heißt, wir könnten jetzt schon Stopp machen. Du hast noch ein... Ich mache mal spaßeshalber noch diese Karte. So, ich lege jetzt mal ab. Also ihr dürft natürlich während der ganzen Zeit auch nicht sprechen. Das heißt, ihr dürft natürlich auch nicht sagen, welche Befehle habt ihr auf der Hand, was habt ihr vor, was habt ihr vielleicht gerade gespielt, wo könnte jetzt vielleicht Gizmo hier auf dem Spielplan stehen. Das dürft ihr natürlich auch nicht machen. Und wenn jetzt die Spieler, oder man kann in dem Moment, wenn man sagt, man möchte keine Karte mehr spielen, kann man als Zeichen die Karte vor sich ablegen. Wenn man sagt, man kann vielleicht nichts mehr spielen, kann vielleicht auch die Hände drauf machen. Aber man darf letztendlich über nichts reden bei diesem Spiel. Normalerweise. So, bist du fertig? Ja, ja. Du machst nichts mehr. Ich bin auch durch. Gut, alle Spieler sind fertig. Dann wird jetzt diese programmierte Reihe, wie gesagt, wir hätten auch nichts mehr hier auswechseln dürfen, nichts mehr wegnehmen dürfen. Und neue Befehle, habt ihr ja schon gesehen, werden immer rechts neben eine bereits liegende Karte gelegt. Dann fangen wir doch jetzt hier vorne mal an. Links und decken die Karten von links nach rechts auf. So, Gizmo fährt jetzt 1, 2 Schritte. Und dann macht Gizmo eine Drehung nach rechts. Zack. Wunderbar. Dann macht Gizmo 2 Schritte. 1. Damit saugt er diese Wollmaus ein. Immer wenn Gizmo auf ein Feld mit einer Wollmaus draufkommt oder drüber hinwegfährt, saugt er sie auf. Damit hat er schon mal das erste Wollhäschen aufgesaugt. So, Gizmo würde jetzt ja eigentlich noch einen zweiten Schritt machen. Er trifft jetzt ja hier aber auf eine Grenze durch diese gelbe Linie dargestellt. Von daher kann er keinen zweiten Schritt machen. Und Gizmo hat jetzt ja die spezielle Eigenschaft, immer wenn er irgendwo gegenfährt, sage ich jetzt mal so, dreht er sich nach links. Das heißt, er dreht sich jetzt, ich kann das schon wenig visualisieren, mach du das mal, er dreht sich dahin. Okay, jetzt kommt Christians toller Befehl. Christian macht einen Komplett-Turn, einen 180-Grad-Turn. Zack. Ach, das war gar nicht mehr so dämlich, dann sind ne? wir da. Ja. So, dann fährt Gizmo wieder ein Feld vorwärts, damit saugt er dieses Wollhäschen Intuitiv ein. Intuitiv richtig gemacht. Na, und dann dreht er sich jetzt nach, so, ne? Ja. Nach rechts und dann macht er jetzt
Ah, Eins, zwei. okay. Er landet mit einem Dreierbefehl auf einem Stuhl. Das Das ist aber bedeutet, bestimmt. er dreht sich jetzt nach links. Genau, und damit ist der Zug quasi fertig. Die Karten werden gemischt und unter den Nachziehstapel gelegt. Und die Batterie geht ein nach runter, also von der 12 auf die 11 in diesem Fall. Und dann werden die Handkarten im Zwei-Personen-Spiel eben wieder aufgefüllt auf 5. Das heißt, ich kriege 3. Genau, also wichtig, es werden nur die ausliegenden programmierten Karten gemischt. Die werden unter den Nachziehstapel gelegt. Und jetzt werden die Handkarten wieder aufgefüllt auf 3. 5. Du hattest 3 gesagt. Und ich habe noch eine Karte, das heißt, ich bekomme nochmal wieder 4 Karten dazu. Und jetzt wieder wichtig, jetzt sind wir Genau, in der nächsten erstmal die Runde. Chaoskarten Erstmal die auslegen. Da wir Chaoskarten. beide jetzt wissen, welche zwei Karten das sind, ist es nicht so schlimm. Genau, wir wissen ja gerade eben, welche Karte ausgespielt wurde. Und daher wissen wir, es gibt insgesamt 3 Chaoskarten, welche Befehle jetzt noch übrig sind. Und daher wissen wir jetzt auch, wie Gizmo jetzt auf dem Stuhl Jetzt steht. momentan schon. Die Frage ist, Oh, was er das gleich macht. Mäulhieschen. Dass die Frage ist, was er jetzt gleich macht. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich kann das immer ganz schlecht mit diesem. Ich mache mal jetzt diesen Befehl. What? What? Ja. Und dann ist er ja da und dann ist das schlecht, wenn ich das jetzt gemacht habe. Der Tisch frisst ja, fordert ja sein Recht, von daher kann ich das jetzt nicht ändern. Ein kleiner Tipp, spiel dieses Spiel nicht mit Nikolina. Die Macht der Sachen, das versteht kein Mensch. Also wir reden ja normalerweise nicht. Wir reden auch jetzt hier Nein, wir nicht, das ist dürfen der nichts. Vorführeffekt. Genau. Ich vertraue einfach mal darauf, dass du so spielst, wie du bisher immer gespielt hast. Also total planlos an der Stelle. So, Nein. Disch, Disch, dann ist er so, dann ist er so, dann ist er so, dann machen wir den so, warte, dann machen wir Ich warte. Ich warte die ganze den. Zeit. Ich warte, bis du weiter was machst. Es liegen erst 4 Karten aus. Jeder hat Darf ich zwar meinen eine letzten, mein gespielt. letztes darf ich noch angucken, ne? Die kannst du dir noch mal angucken, Okay, aber die dann sind wir liegt. da. Und was machst du Und jetzt? dann machen wir das so Okay. und so Und? und so, Das Feuer auch frei. noch. Das auch noch. Ja, das wird ziemlich cool. Das Sieht man das wird. überhaupt? Das sieht man wahrscheinlich alles gar nicht da oben im Doch, das Bild. sieht man alles. Wir können das noch ein Stückchen weiter rüberschieben. Was wir noch Blau nicht Forest. gesagt haben, die Kartenrückseiten geben im Übrigen auch Aufschluss darüber, was man gespielt hat. Das heißt, man sieht hier, das ist also eine Bewegung nach vorne oder nach hinten. Man weiß noch nicht, ist es eine Und nicht wie Vorwärts- viel oder es eine vorwärts Rückwärts-, ist. genau, man weiß nicht, ob es eine Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung ist und man weiß nicht, um wie viel er sich vorwärts oder, ja, also rückwärts ja immer nur ein Schritt, aber um wie viel er sich vorwärts bewegen würde. Und hier bei den Karten kann man schon erahnen, entweder er dreht sich nach rechts oder nach links oder er dreht sich komplett. Also die Kartenrückseiten geben auch schon mal einen Aufschluss darüber. Hier sieht man nichts, Also das aber wissen es wir sind ja. ja auch nur 3 Karten, da wissen wir das. Okay, ich könnte jetzt vielleicht nochmal, aber ich mache das nicht. Ich spiele jetzt keine weitere Karte. So, jeder von uns hat mindestens eine Karte gespielt. Mindestens 5 Karten liegen aus. Von daher, wir schauen mal wieder, was hier so programmiert wurde. Er Jetzt dreht sich einmal einmal links so, er dreht und sich nochmal einmal nach links und so. du fährst jetzt hoffentlich rückwärts. Oh, du Nein, fährst ich. vorwärts. Ist doch egal, wie rum. Er fährt doch dagegen. Ach so, wegen dem Ja, hier. dann hätten wir den gleich runtergeholt gehabt. Das war der Plan. Dann wäre er darauf gefallen halt, ne? Nee, dann wäre er südlich gefallen, Ja, weil das er ist hier die darauf, habe ich Grenze. doch. Genau, dann wäre er darauf gefallen. Genau. Ja, okay. Ja, gut. Michaela fährt dagegen, dann Er steht fährt er sie nach so. links. Ja, das habe ich jetzt nicht bedacht. Das hätte ich natürlich besser Ja, programmieren dann können. gehe ich mal einen Schritt nach vorne. Ich war jetzt. Dann gehe ich einmal in diese Das ist ein Richtung. kooperatives So, dann Spiel. zwei Schritte. Das heißt, erster Schritt aufsammeln. Zweiter Schritt geht nicht, knallt dagegen. Gegen das Jetzt fällt das Ding Hindernis? hier runter nach Süden. Das heißt, das Nein, in fällt. gerader Linie, Ach weil stimmt, das da ist ja Feld immer dahinter. davor Genau, frei passt ist. aber auch. Genau. Und dann die Stelle Dreht dagegen, dreht sich einmal dahin. nach links, Und die letzte genau. Karte, dann habe ich ihn nochmal und drehe noch immer nach da. Genau, okay, dann sammeln wir die Karten wieder ein. Feuer frei. Das war natürlich, das hätte ich natürlich schon machen können, das So. stimmt. Da habe ich nicht dran gedacht. Ja. Du hast vollkommen recht. So, okay, dann geht's wieder weiter. Wie gesagt, Programmierkarten mischt ihr und legt ihr unter den Nachziehstapel. Ich glaube, du brauchst wieder 5, Ich ne? brauche Ich wieder ziehe jetzt fünf, nochmal ja. nach, ob das 5 sind. Da sind fünf. Das sind 5 und ich habe. Ach nee, Entschuldigung, ich habe ja noch 3. Ich brauche nur 2 Karten. Ich habe ja noch 3 auf der Hand. So, ich So, würde gerne 1, was machen 2, wollen 3. tun. Ja, reden darf man nicht, dann mach's einfach. Achso, ich mache es einfach, Du okay. machst es Dann einfach. mache ich einfach mal weiter. Okay, jetzt kann ich mir ja vielleicht denken, hier könnte Christian jetzt ja entweder eine Einer-, eine Zweier- oder Dreierbewegung haben, da er noch eine Bewegung gespielt hat. Gut, er könnte natürlich jetzt eine Mehrfachbewegung, um sich dann auch noch zu drehen. Okay, er gibt mir ein Signal, er macht eine ganze Menge, er dreht sich nochmal und macht Der einmal perfekte so. Zug.
Egal, was du machst, du kannst nichts mehr kaputt machen. Der perfekte Zug. Du bist so ein Angeber manchmal. Also ich muss ja mindestens eine Karte spielen. Mach mehr. Haben wir eigentlich eben Runde gemacht? Haben wir nicht gemacht? Nein, ne? Wir müssen noch wieder eine Batterie, genau. Wir sind jetzt schon in der nächsten Runde. Wir müssen den Batteriestand einmal nochmal wieder reduzieren. Und damit ich diese beiden Karten loswerde, spiele ich die auch nochmal. Dann bin ich die beiden Karten nicht los. Das ist gleich mal lustig im Kreis. Oder was ist ja, das? Ich muss ja irgendwie loswerden. Wir müssen vorwärts laufen, habe ich gesagt. So, dann wieder die erste Karte. Das heißt, 1, 2, erstmal sammelt er das Wollhäschen ein. Mit dem dritten Schritt knallt er hier an die Grenze und dreht sich damit einmal nach links. Also so hin. So, die nächste Karte. Er haut hier einmal dagegen. Damit fällt dieses Wollhäschen in gerader Linie auf das Feld gegenüber von Gizmo runter. Und er dreht sich wieder nach links. Dann macht er wieder einen Schritt. Dann dreht er sich nach rechts. Ah, und da habe ich einen Fehler gemacht. Dann macht er, das ist ja toll. Eins, das ist ein Zweierschritt auf den Stuhl, das heißt, er stoppt auf den Stuhl und dreht sich wieder nach links. Und jetzt gucken wir, was du gemacht hast. Ich habe eine Rechtsbewegung gemacht. Immerhin, ich bin wieder in Sichtweite, ja, aber ne? Gleich nicht mehr, oder? Jetzt dreht er sich einmal so hin. What? Und dann dreht er sich einmal so hin. Das ist doch perfekt ausgegangen. Ich wollte die Karten loswerden. So, hier geht wieder mit, was ich vergessen, der Batteriestand ein runter. Die programmierten Karten werden gemischt. Wie viele Karten brauchst du gleich? Du hast schon wieder alle ausgespielt. Ja, ich versuche uns hier voranzubringen. Ja, voranzubringen, indem du da blöde dagegen fährst. Also wirklich, so 5 für dich und für mich 1, 2, 3. Die gelben Karten, Chaoskarten müssen wieder zuerst ausgespielt werden, leider. Ja, okay. Zack. Ich weiß es nicht so ganz genau, wo wir stehen, weil ich nicht weiß, welche Chaoskarte hier liegt. Es könnten jetzt hier zwei Drehungskarten liegen, es könnte aber auch eine Drehungs- und eine Geradeauskarte da liegen. Von daher ist jetzt die Frage, wo wir jetzt sind. Alles ist gut. Alles ist gut? Alles ist gut. Wo fährst du jetzt hier hin? Hier sind doch Freunde. Wo fährst du denn jetzt bei hin? Bei mir passt das immer so exakt und perfekt. Wo bist du denn jetzt? Ich bin da, wo der Staub ist. Ich weiß nicht, wo du bist. Du darfst da nicht reden. Also von Asche daher. Asche auf mein Haupt. Asche auf dein Haupt. Du meinst, er ist vielleicht so Asche gefahren. Unter meinen Roboter. Und dann dreht er sich. Ich kann das ganz schlecht mit diesem Drehen visualisieren. Da habe ich echt ein Problem mit. Er dreht sich dann hier auch nach links. Wenn du jetzt das so gemacht hast, 1, 2, dann wäre er da. So, dann machst du 1, 2, dann bist du wahrscheinlich da, drehst dich und machst den Schritt vielleicht. Dann mache ich doch einmal den hier, wenn ich denke, dass du denkst, was ich denke. Wenn du denkst, dann denkst du und denkst. So, warte kurz, jetzt habe ich den gemacht, er steht da so. Danach wäre nicht schlecht, wenn er sich so dreht und dann machen wir nochmal den hier. Oh je, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich muss hier mal ein bisschen schieben. Ich lege meine Karte mal hier hin. Und dann fangen wir mal an, die programmierte Reihe aufzudecken. So, zwei Schritte vor. Das war ein Plan. Dann dreht er sich nach links. War auch ein Plan. Zwei Schritte vor. Jupp. Ein Schritt vor. Jupp, einsammeln. Einsammeln. Er kommt auf das Wollhäschen. Er dreht sich nach rechts. Ein Schritt vor. Er sammelt das Wollhäschen ein. Ein Schritt zurück, einmal nach links drehen, ist das nach links, ja, ne? Und noch einen Schritt zurück. Ist doch gar nicht so schlecht gewesen, oder? Ja. Ja, wir müssen jetzt ja sowieso als nächstes da oben hin. Also von daher, wo kommt, ach so, das Wollhäschen ist ja da drauf gefallen auf den Startpunkt. Das können wir ja. Wäre besser gewesen, wenn wir hier und so gedreht hätten, dass wir dagegen gewünscht werden, ne? Ah, ich hätte nochmal, ja, wir müssen das ja runterholen, das Wollhäschen, das stimmt, da hast du nicht ganz unrecht. So, du brauchst wieder 5 Karten, 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe noch eine Handkarte, das heißt, ich bekomme noch 4 Karten. Ihr füllt also danach immer so auf, dass man dann wieder entsprechend Karten im Zwei-Personen-Spiel 5 auf der Hand hat. Du hast deine Chaoskarte ausgeführt. So, und das muss jetzt ja so eine Drehung gewesen sein. Dann machst du das da, dann drehst du dich so. Wir haben ja gesagt, wir wollen das da runterholen, also machen wir den, dann saugt er den ja nicht gleich auf, weil er dahin fällt. Das ist ja kein Quatschspiel. Ey. Das ist natürlich, das ist kein Quatschspiel. Das ist schlecht für Frauen. So, er ist dagegen gefahren. Hat Hallo, so, das ist kein Quatschspiel. Das ist kein Quatschspiel. Und der Erwachsenen jedenfalls. Und der Erwachsenen. Dann machen wir mal den da. Ja, ich möchte da jetzt noch ein bisschen weiterkommen und dann... mache ich mal hier so. So, dann
hat jetzt jeder eine Karte gespielt, mindestens 5 liegen aus. Wir gucken wieder. Er dreht sich nach links. Er fährt einen auf den Stuhl drauf. Er dreht sich nach rechts. Passiert nichts. Er fährt gegen den Stuhl. So, das heißt, das Ding fährt runter. Er ist gegen ein Hindernis gefahren, also dreht er sich nach links. Genau, er kann nämlich jetzt die Grenze, es wäre normalerweise eine gerade Linie rübergefallen. Es geht nicht, hier ist eine Grenze. Von daher fällt es dann immer auf das Feld südlich von dem entsprechenden Feld, wo es ist, einen runter. Dann dreht er sich nach rechts. Und macht nochmal 3. Aufsaugen, Dietsch dagegen, das heißt, er dreht sich hier auch nochmal nach da. Mensch, gar nicht schlecht. Hier muss wieder runter. Zack. So, dann würden jetzt wieder die Karten gemischt werden. Ihr würdet wieder neue Karten verteilen. Den Batteriestand haben wir ja schon, ich sag mal, nach unten korrigiert, sagen wir es mal so. Und so würdet ihr jetzt weiterspielen, bis Gizmo, wie gesagt, alle diese Wollhäschen eingesammelt hat. Wenn er das geschafft hat, muss er dann am Spielende noch wieder hierhin zurückkommen auf sein Startfeld. Sobald er das geschafft hat, gewinnt ihr sofort. Das heißt, auch wenn hier noch weitere Karten in der Programmierreihe liegen, die braucht ihr dann nicht mehr ausführen. Also ihr habt dann sofort gewonnen, sobald Gizmo dann dieses Startfeld erreicht hat. Sobald im Spielverlauf euer Batteriestand auf 0 gesunken ist, habt ihr das Spiel sofort kooperativ verloren. Ja, und so gibt es hier halt unterschiedliche Szenarien. Es gibt natürlich auch noch welche mit dem Pinguin. Der ist natürlich dann hier im Eis unterwegs. Da nehmt ihr dann statt den Wollhäschen, habt ihr hier mal angegeben, dass ihr hier so Fähnchen platzieren müsst. Das Spielprinzip ist das gleiche. Ihr würdet hier auf alle Felder mit Fähnchen dann entsprechend Fähnchen hinlegen. Penny würde hier auf dem Startfeld in Pfeilrichtung auch dann loslaufen. Und dann müsste er halt alle Fähnchen letztendlich dann ablaufen. Im Prinzip sammelt er die dann auch ein, die legt er dann auch zur Seite. Und dann gibt es hier halt bei Penny auch so Sonderregeln. Penny hat zum Beispiel noch eine Karte, die kennt ihr von Gizmo noch nicht. Gib's mal einmal ganz kurz die Karten von Penny. Er hat hier nämlich auch noch eine Karte, mit der er schlittern kann. Mit der schlittert er normalerweise so weit, bis er an eine Grenze oder ein Hindernis stößt. Hier gibt es aber die Besonderheit bei Schneewehen. Wenn Penny mit dieser Karte schlittern in eine Schneewehe schlittert, dann bleibt er da drin stecken. Und dann muss er mit seiner nächsten Bewegungskarte praktisch dann weiter bewegt werden. Außerdem hat Penny noch, ihr seht hier so gelbe gestrichelte Linien mit Hügeln, mit Pfeilen dran. Das sind Hügel. Penny kann nicht entgegengesetzt der Pfeilrichtung einen Hügel rauffahren. Das geht nicht. Das ist dann für ihn ein Hindernis. Das heißt, da müsste er dann ganz normal stoppen. Bei Penny ist es aber nicht so, wenn er gegen ein Hindernis oder gegen eine Grenze fährt, dass er sich dann nach links dreht. Das ist bei ihm nicht so. Penny kann aber diese Hügel runterfahren, das heißt, wenn wir hier mal irgendwie durchgekommen sind, wir können ja erstmal hier mal kurz den Tunnel erklären, hier gibt es einen Tunnel, da ist auch dieses Symbol drauf für Schlittern. Durch einen Tunnel kann Penny nur mit einer Schlitterkarte hindurchschlittern. Schlittert er, ich sag mal nach vorne, also guckt er nach vorne, durch den Tunnel, dann schlittert er so lange, bis er gegen ein Hindernis stößt, auch mit, ich sag mal so, wie er in den Tunnel reingekommen ist, auch wieder raus, bis er an ein Hindernis schlittert. Wenn er jetzt rückwärts reingefahren wird mit dieser Schlitterkarte in den Tunnel, dann würde er so weit rückwärts schlittern, bis er an ein Hindernis stößt. Das wäre hier dieser Hügel, weil er einen Hügel nicht rückwärts oder vorwärts, egal wie hoch, kommen könnte. So, um euch nochmal Pennys andere Sonderfähigkeit einmal zu zeigen. Wenn Penny jetzt zum Beispiel hier steht, sie kann nämlich in Pfeilrichtung, kann sie über einen Hügel natürlich hinausgehen. Und wenn sie das zum Beispiel mit so einer einfachen Bewegungskarte macht, dann bedeutet das jetzt, sie verlässt diesen Hügel in Pfeilrichtung und dann schlittert sie so lange, bis sie an eine Grenze oder ein Hindernis stößt. Das heißt, sie würde dann letztendlich dann hier stehen bleiben. Ja, und so gibt es letztendlich hier 10 verschiedene Szenarien und jedes Szenario hat so eine kleine Besonderheit. Und so versucht ihr halt bestmöglich zu programmieren, um wie gesagt, bevor dieser Akkustand eures Roboters leer ist, dann die Aufgabe erfüllt zu haben. Bei Penny, wie gesagt, alle Fähnchen abgelaufen haben und danach wieder am Startfeld ankommen. Und bei Gizmo letztendlich alle Wollhäschen eingesammelt haben, um danach dann auch wieder beim Startfeld dann anzukommen. Genau, so funktioniert RoboChaos und ich würde mal sagen, dann können wir mal zum Fazit kommen. Möchtest du anfangen? Das kann ich gerne machen. Also wir haben es jetzt in unterschiedlichen Kombinationen schon gespielt. Wir haben es zu zweit als Erwachsenen-Team, sage ich mal, gespielt. Wir haben es mit einem Kind gespielt, 10 Jahre. Wir haben es mit einem Kind gespielt, 5 Jahre. Wir haben es gespielt mit 2 Kindern, 5 und 10 Jahre. Also in allen möglichen Konstellationen haben wir es gespielt. Und es spielt sich echt sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn wir es mit unserem Jüngsten spielen, haben wir es jetzt eigentlich so gemacht, dass wir die Karten eben offen hingelegt haben. Das ist für den Erwachsenen nicht mehr so spannend, sage ich mal, weil man sieht halt eben, wo man hinmarschiert. Aber für den
kleinen Anführungszeichen war das vollkommen in Ordnung. Dem hat das Spaß gemacht, zu schauen, wo landet denn Nara Penny. Und da war es eben auch wichtig, diese Bewegung hier auf dem Plan irgendwie zu machen, die Fahnen bzw. mit Gizmold eben den Staub da einzusammeln. Das war das, was ihn da am meisten Laune gebracht hat. Mit dem 10-Jährigen war es schon anders, da mit dem haben wir es auch verdeckt gespielt. Und die Anleitung sagt ja eigentlich, man soll halt eben dabei nicht großartig reden. Mhm. Wir haben da schon irgendwie eine gewisse Interaktion gehabt, weil sonst ist, finde ich, auch ein Spiel langweilig, wenn man da nur sitzt und den Mund hält. Und im Maraxen-Spiel war es dann eher so, da war es wirklich eher etwas still. Da kam dann das Reden bzw. das Geschrei erst, wenn dann alles aufgedeckt wurde, so nach dem Motto, wie kommst du denn da drauf, da das und das zu machen? Oder, hey, der dreht sich nach links, nee, der dreht sich nach rechts, nee, das ist so ein... Also, es war immer sehr interessant zu sehen, dass man echt Mann-Frau so das Problem hatte, der Charakter, also der Charakter steht da, die Figur steht da. Ist das jetzt eine Linksdrehung? Mm. Ist es eine Rechtsdrehung, was die Karte schlimm. Vorgibt? Ganz vor allem, wenn er jetzt so da zum Beispiel steht und wir sitzen von da. Ja. Links ist nach da, rechts ist nach da. Ja. Und da haben doch einige Personen, haben da manchmal Probleme. Du kannst mit. Mich ruhig beim Namen nennen. Nein, ich hört jetzt niemand in der Auto doch, an der Stelle. Doch, ich stehe dazu. Und das macht es dann echt kompliziert, wenn man das dann eben dann ausspielt. Und damit rechnet man eben nicht, dass der Mitspieler links und rechts eben vertauscht, jetzt nicht böswillig, sondern einfach, weil er es eben nicht gedreht kriegt und sich nicht reingedacht bekommt. Ich bekomme das nicht visualisiert. Ja, visualisiert ist, ist einfach falsch machen. Damit rechnet man natürlich dann nicht. Dazu kommen halt eben auch diese Chaoskarten. In der ersten Runde ist das echt schwierig, da zu schauen, so angenommen ist es wirklich nur eine, die gespielt wird, da weiß man eben nicht, ist es irgendeine Drehungsgeschichte oder ist es eben eine Bewegungsgeschichte, und dann macht es natürlich Sinn, dass derjenige, der die Chaoskarte ausgespielt hat, gleich danach noch eine andere Karte spielt, um die quasi zu negieren, um die aufzuheben oder deren Schaden zu begrenzen, in Anführungszeichen, aber das macht es eben für den oder die anderen Spieler echt schwierig, so wo stehen wir da? Und das ist auch ein schöner Reiz beim Spiel, so man deckt dann nachher auf und man irgendwann übernimmt man ja. Also die anderen Spieler spielen so die und die Karte und man überlegt so, ja, okay, der ist da und da hingegangen, alles klar. Und dann legt man eben seine Karte ab und denkt eben am Schluss, am Ende von allem Aufdecken, ist man da in der Ecke und dann deckt man hier auf und dann ist man plötzlich da in der Ecke. So, irgendwo habe ich was falsch gemacht. Und das macht eigentlich den Reiz. Das ist eben, man kann das bestimmt auch bierernst spielen, haben wir jetzt nie gemacht. Wir haben es eben als Fun-Spiel gemacht, wo man eben sagen kann, ah, was hast du denn da gemacht, oder hier und da. Und weil eben auch jeder eine Karte spielen muss, sind da teilweise echt total blödsinnige Dinger dabei, dass man eben sagt, ich drehe es einmal so und ich drehe es um 180 Grad so und dann wieder einmal so. Einfach um auch die Karten dann vielleicht auszudünnen mit Karten, die so man ich eben das nicht hier so gerade eben hat. Auch gemacht habe, wo ich mich zweimal richtig, dann so gedreht genau. habe. Also von daher, der Weg ist das Ziel bei dem Spiel, definitiv. Wir haben auch ganz häufig vergessen, die Batterie runterzusetzen, weil das ging uns nie darum, das in dieser Zeit wirklich zu schaffen, sondern einfach die Gaudi, die man dabei hat, das Einsammeln, den Spaß, gerade mit den Kindern. Und es ist eben ein Familienspiel, wie gesagt, es ist ab 8 Jahre. Wir haben es jetzt mit unserem fast 6-Jährigen, noch 5-Jährigen gespielt, dann in der offenen Version. Der hat auch Spaß damit Wobei gehabt. Er auch ein paar Mal, er wollte es ja auch ganz gerne verdeckt spielen. Wir haben es ja auch ein paar Mal mit ihm verdeckt gespielt. Das auch. Und was ein bisschen blöd ist, ist hier Penny, wenn Kinder dann mit Penny rumspielen, die kippte extrem schnell und sehr häufig um. Das hat dann nicht so richtig viel Spaß gemacht, weil dann kann es eben auch passieren, so stand sie jetzt so oder stand sie so, weil sich keiner gemerkt hat. Mit Gizmo ist das deutlich besser, der hat einen besseren Schwerpunkt und eine größere Fläche. Also das ist hier wirklich doof, muss ich auch das sagen. Ist schlecht ausbalanciert. Das nervt auch im Spiel. Genau. Du stellst ihn immer hin, du kommst dagegen und dann teilweise kommst du nicht mal gegen und dann fällt dann macht die Figur einer auf den Tisch auch drauf. Die oder Figur so. Ist echt doof. Genau, und wir haben es am Schluss sogar so gemacht, dass wir Penny rausgenommen haben anstelle dessen dann Gizmo genommen haben. Mhm. Trotzdem mit den Regeln von Penny, aber eben auf nicht mit Plan der Figur. Auf dem Plan auch von Penny dann gespielt haben. Genau. Also von daher. Nee, also wirklich ein schönes Familienspiel. Ich finde, es ist ein gutes Spiel. 7 Punkte. Mhm. Ich mache mal weiter mit der Anleitung. Also die, finde ich, hätte echt besser geschrieben sein können, weil einmal diese Chaoskarten, diese gelben, die hier seht, die es für beide Charaktere gibt, da ist hier vorne gar nichts zu gesagt worden. Das sieht man nachher erst, weil man, wenn man hier die Szenarien letztendlich sich anguckt, dass sie hier nachher in einem bestimmten Szenario erst ins Spiel kommen. Ich finde, da hätte was gemacht werden können. Das hätte man hier vorne auch schon mal mit reinschreiben können. Es steht hier vorne drin, sucht euch die Figur und die Standardbefehle, also die blauen, heraus. Aber man hätte dann auch schon mal schreiben können, die gelben kommen erst ab Szenario so und so viel ins Spiel. Und was wir auch am Anfang hatten, Gizmo hat ja diese spezielle Eigenschaft, wenn sie nachher gegen eine Grenze... gegen ein Hindernis, gelbe sind ja die Hindernisse, oder gegen eine Grenze, gegen eine schwarze Linie fährt, dass sie sich dann nach links dreht. Und uns war am Anfang nicht ganz klar, ob das schon passiert. Sagen wir jetzt mal so, ich habe einen Befehl und bewege Gizmo hierhin,
passiert es dann schon? Oder passiert es erst, wenn sie jetzt hier steht und ein Zweier- und ein Dreierbefehl hat, weil sie damit ja erst dagegen fahren würde? Das steht hier im Text links nirgendwo so drin. Man kann sich das aber aus diesem Beispiel, was hier drin ist, von Gizmo erschließen, weil daran sieht man das, dass sie, wenn sie ganz normal mit Befehlen auf ein Feld kommt, was an einer Grenze oder an einem Hindernis ist, dass sie sich dann nicht dreht, sondern erst, wenn sie letztendlich weiterlaufen würde. Aber ich finde, das hätte man auch nochmal machen können. Das ist auch ein bisschen unglücklich. Ja, gemacht. Vor allem wir, die selten Beispiele lesen, FAQs ich sowieso nicht. Also ja, das war echt ein Problem. Das finde ich, und ich fand es auch schade. So, wenn wir jetzt hier gestanden hätten und drei Schritte gehen, Dons 1, 2, 3, drehe ich den auch 1, 2, 3 mal in Anführungszeichen. Zweimal das an steht der drin, Stelle. Dass es dann. Das kommt schon, aber es ist irgendwie so ein kleiner Nebensatz gewesen. Das ist mir beim ersten Spielen auch nicht ganz so klar gewesen. Aber das mit diesem, das andere war echt ein Problem für uns. Ja. Also eigentlich steht hier drin, wenn Gizmo an ein Hindernis oder eine Grenze schießt, stoppt er seine Bewegung und dreht sich dann nach links. Also dann ist er ja. Kann ja auch ich weiß so, schon, ich weiß dass schon, wir irgendwo in der Ecke sind. Ja. Ne? Also du bist so, zack, ein Schritt, zweiter Schritt da, dritter Schritt da, dreht er sich dann so. Nee, aber er stoppt ja seine Bewegung. Also danach, da steht schon drin, dass dann sofort der Befehl dann praktisch gestoppt wird. Aber die Anleitung hätte wirklich besser geschrieben werden können. Das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten vom Spielprinzip finde ich auch, es ist ein total lustiges Spiel. Das macht total Spaß, hier zu programmieren. Und Christian hat es ja schon angesprochen, ich habe es ja auch mich gerade schon geoutet, ich kann dieses Visualisieren. Ich sitze jedes Mal davor, habe diese Karte in der Hand und weiß nicht, wie er sich dann dreht. Und wir haben es auch gerade wieder gehabt, wir haben es gerade vorher vor dem Video auch noch zweimal mit Leon, mit unserem 10-Jährigen gespielt. Und ich spiele die Karte in der Reihe, in der festen Überzeugung, dass ich richtig gemacht habe. Und dann habe ich die falsche Drehung gespielt, dann dreht er sich falsch und alle, was hast du gemacht? Hier hat sich gedacht, sie dreht sich richtig rum und darauf dann aufgebaut. Ja, ne? Vielleicht sollte man hier nochmal, hätte in dem Spiel vielleicht auch, das wird aber überzogen werden, Verräter einbauen können, wenn ich der Verräter und Saboteur. Genau, ich war der Saboteur. Nein, also ich habe es nicht bewusst und auch nicht willentlich gemacht. Es war einfach, schreibt gerne mal rein, wie es bei euch aus ist. Aber ich kann das irgendwie nicht visualisieren. Ich sitze dann davor, wobei Leon hatte das gleiche Problem. Er musste auch immer gucken. Ja, nicht so schlimm wie du. Nicht so schlimm wie ich, genau. Ich sitze dann davor und dann drehe ich und so weiter. Also irgendwie kriege ich das nicht hin. Also von daher passiert dann aus Versehen dann sowas dann auch mal, dass man ihn versehentlich in die falsche Richtung dreht. Und dann läuft natürlich alles komplett anders. Manchmal auch überraschenderweise dann trotzdem noch gut. Manchmal sitzt man auch davor und denkt so, wie haben die jetzt programmiert? Wo ist jetzt Gizmo oder wo ist jetzt Penny? Wo sind wir? Was wird jetzt gespielt? Und ich weiß, in einem Szenario waren wir auch, dann wurde hier programmiert und ich war irgendwie hier in der Ecke. Das weiß ich, dieses gleiche Szenario, es war ein anderes. Ich war hier und ihr hattet aber so gespielt, dass es hier unten war. Ich war irgendwie komplett gedanklich woanders. Also das macht wirklich dieses Spiel aus, dass man davor sitzt und halt an den Kartenrückseiten ja schon erahnen kann, was es sein kann, also vorwärts oder rückwärts, aber man weiß nicht, wie viel vorwärts. Oder bei den Drehungen genauso, dass man nicht weiß, ist es links oder rechts oder eine komplette 180-Grad-Drehung. Das macht es dann irgendwie aus, dass man die Kartenrückseite zwar sieht, versucht zu erahnen, wie wollen die anderen spielen, aber nicht genau weiß. Und das macht wirklich diesen Reiz zum Spiel aus. Und das ist wirklich, finde ich, total lustig und macht jedes Mal wieder Spaß, dann zu gucken. Und wenn er dann auch woanders war, die da, Herrgott, dann ist das halt so. Das ist halt der Spaß an dem Spiel. Also wie Christian schon sagt, wir haben auch gerade vorhin das eine Spiel, da haben wir gerade, wir hatten noch einen Batteriestand übrig und haben es gerade mit der letzten 100 dann geschafft, dass wir noch die Aufgabe dann erfüllt haben. Also das macht wirklich derbe viel Spaß. Ich finde es auch ganz schön, was ganz gut noch gemacht ist, was ich noch sagen wollte, hier auf der jeweiligen gegenüberliegenden Seite von dem eigentlichen Spielplan ist so nochmal eine Kurzübersicht drauf. Das finde ich ist auch ganz gut gemacht. Anhand dessen kann man auch nochmal ganz gut nachvollziehen, was bei den einzelnen Sondersachen, die da so mit dabei sind, dann passieren. Das finde ich, haben die auch ganz gut gemacht. Und diese Übersichtskarte ist natürlich auch echt Gold wert, weil man gerade auch bei den Chaoskarten dann auch schon erahnen kann, was liegen da vielleicht für Chaoskarten aus, also welche wurden gespielt. Und ich finde, auch dadurch kommt noch wieder eine gewisse Würze ins Spiel, weil am Anfang hat man ja in den ersten vier Szenarien in Anführungsstrichen nur diese blauen Befehle und die können ja in einer beliebigen Reihenfolge gespielt werden. Hier kommt ja nochmal so eine kleine Prise rein, weil diese gelben Karten, diese Chaoskarten müssen ja zuerst gespielt werden. Und dann guckt man immer, was ist es jetzt, was könnte es jetzt sein und dann, was passiert jetzt da letztendlich? Wie die Karten schon sagen, die bringen halt ein bisschen Chaos rein, weil das halt Sachen sind, die möchte man vielleicht letztendlich gar nicht spielen, sondern die muss man dann in dem Moment spielen. Von der Spieldauer her, wir haben so zwischen, ja, um die 40 Minuten meistens gespielt. Hier steht so 15 bis 30 Minuten, also wir haben auch schon mal länger gespielt. Ich denke mal, es kommt auch drauf an,
Einmal, ja, wie schnell ist man hier mit dem Programmieren, mit dem Karten ausspielen und wie schnell ist man hier letztendlich fertig? Man kann auch nachher, wenn man sagt, oh, wir sind da schon so gut drin, kann man auch versuchen, dass man die Aufgabe erledigt, solange man noch hier im gelben Batteriestand ist. Oder wenn man natürlich ganz Profi ist, kann man auch sagen, wir wollen das auf jeden Fall erfüllen, solange die Batterie noch im grünen, Batterieladezustand ist. Von daher, es gibt Möglichkeiten genug, das auch noch schwieriger zu gestalten. Ich finde auch die unterschiedlichen Sachen, auch wie Christian schon gesagt hat, mit unserem Fünfjährigen haben wir es auch offen gespielt, aber er wollte es dann ganz gerne auch verdeckt versuchen. Da kam natürlich dann häufig, da haben wir häufig länger gespielt, da haben sich die, ich sag mal, Charaktere hier dann häufig doch mal irgendwie anders gedreht. Egal, wenn er Spaß dran hat, dann macht das in dem Moment dann auch Spaß. Und dann macht es auch einfach Spaß zu gucken, wo läuft der Roboter in diesem Moment jetzt wieder hin. Also von daher, ich finde das wirklich ein total tolles Familienspiel. Hat mir in jeder Besetzung bisher sehr viel Spaß gemacht. Und von daher für mich ein sehr gutes Spiel und bekommt von mir 8 Punkte. Ja, fast identisch. Genau, dann sagen wir an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Brettspielpioniere, die uns das Spiel ja freundlicherweise gesponsert haben. An euch sagen wir vielen Dank, dass ihr wieder bei uns reingeschaut habt. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.